Dass es uns heute ohne den üblichen Parteienstreit gelingt, einmal deutlich zu machen, völlig unabhängig, aus welcher Himmelsrichtung die Menschen zu uns kommen, mit welcher Hautfarbe, welcher Staatsangehörigkeit, übrigens auch völlig unabhängig davon, ob ihr Antrag Aussicht auf Erfolg hat oder nicht. Jeder, der zu uns kommt, hat einen Anspruch, hier leben zu können, ohne Angst haben, beleidigt, bedroht zu werden oder gar ein Opfer von Gewalttaten. Das ist eigentlich ganz, ganz selbstverständlich. Und wir wollen zum Beispiel wissen, warum es bei über 300 Anschlägen auf Flüchtlingsheime so dürftige Fahndungserfolge gibt, wie der Stand der Ermittlungen ist. Aber wir wollen natürlich auch darüber reden, was wir tun können auf Bundesebene, um die Präventionsanstrengung, Vorbeugung vor solchen Angriffen zu verstärken. Die Bundespolizei hat schon Hilfe angeboten. Der Fall Heidenau ist ja dafür symptomatisch. Wenn ein Demonstrationsverbot verhängt wird unter Berufung auf den polizeilichen Notstand, dann ist das im Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland vielleicht in einem extremen Ausnahmefall einmal möglich. Aber Heidenau war kein solcher Fall. Da muss man Hilfe anfordern können von anderen Bundesländern, aber eben auch von der Bundespolizei, dass wir von Bundesseite aus sicherstellen, dass das Demonstrationsrecht nicht infrage gestellt wird. Wir wollen uns zunächst einmal heute informieren. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht nur bei dem Thema besserer Schutz vor Angriffen, vor Attacken auf Flüchtlingsheimen geht. Ich glaube, dass auch bis zu dieser Stunde noch unterschätzt wird, vor welchen gewaltigen Anstrengungen die Bundesrepublik Deutschland steht angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen, die in diesem Jahr kommen werden. Es ist durchaus möglich, dass die Zahl von 800.000 überschritten wird. Und es ist auch möglich, dass die Zahlen in den nächsten Jahren nicht deutlich zurückgehen. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret für die Kinder, die Schulpflicht haben, die dem Unterricht folgen müssen? Dafür brauchen sie Sprachkenntnisse, Förderunterricht. Was bedeutet das für die Sprach- und Integrationskurse in unserem Land, für diejenigen, die noch nicht einmal einfache deutsche Sprachkenntnisse haben? Was bedeutet das für die Integration auf dem Arbeitsmarkt? Es wird ja immer gesagt, das sind alles Fachkräfte, auf die deutsche Wirtschaft dringend angewiesen ist. Es sind auch Fachkräfte darunter. Viele werden wir aber erst mal für unseren Arbeitsmarkt qualifizieren müssen. Was bedeutet das für den Wohnungsbau, wenn fast 500.000 Menschen, davon müssen wir ausgehen, jedenfalls ein längerfristiges Aufenthaltsrecht bekommen werden? Sie müssen ordentlich untergebracht werden. Mit 1-2 Milliarden ist das nicht getan. Da werden wir gewaltige Summen mobilisieren müssen. Mit Geld zu tun. Die Bundeskanzlerin hat ja vorgestern gesagt, am 24. wird entschieden, bis dahin diskutiert. War denn diese Sondersitzung heute überhaupt nötig oder hätte man die nicht nächste Woche abhalten können? Angesichts der dramatischen Ereignisse von über 300 Angriffen auf Flüchtlingsheime kann ich verstehen, dass die Fraktionen fraktionsübergreifend diese Sitzung beantragt haben, damit wir uns einmal informieren zur Beantwortung der Frage, wie ist die Lage, welche Ermittlungserfolge gibt es, was können wir tun, um den Schutz der Heime zu verbessern. Und wir wollen natürlich auch uns über den aktuellen Stand unterrichten lassen. Deswegen ist ja auch der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge heute hier. Wir haben jeden Tag dramatische Meldungen und das Thema Europa spielt dabei eine überragende Rolle. Wenn Deutschland alleine in diesem Jahr über 800.000 Flüchtlinge aufnimmt und im vergangenen Jahr haben 8 Länder der EU weniger als 1.000 Flüchtlinge aufgenommen, darunter auch große Staaten, dann kann von einer gleichmäßigen, solidarischen Verteilung von Flüchtlingen in Europa überhaupt keine Rede sein. Und selbst wenn wir es wollten, wir können nicht über einen längeren Zeitraum hinweg fast die Hälfte aller Flüchtlinge aufnehmen, die in die Europäische Union kommen. Wir sind im Moment nicht überfordert, wir sind gefordert. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht tatsächlich überfordert werden. Der SPD fordert ganz aktuell ein neues Einwanderungsrecht. Die Kanzlerin ist da ja sehr zurückhaltend. Wie sehen Sie das? Ich bitte jeden, der für ein neues Einwanderungsgesetz ist, darum einmal ganz konkret mitzuteilen, was in dem Gesetz eigentlich drinstehen soll, wodurch soll sich ein neues Gesetz von der geltenden Rechtslage, also vom Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung, unterscheiden. Viele glauben ja, ein Zuwanderungsgesetz, ein neues Einwanderungsgesetz würde die Einwanderung nach Deutschland reduzieren. Das Gegenteil wird der Fall sein. Ich kenne ausschließlich Vorschläge für eine Ausweitung der ohnehin großen Zuwanderung nach Deutschland.
Wir hatten im vergangenen Jahr eine Nettozuwanderung von über 400.000. Die Zahl wird in diesem Jahr deutlich übertroffen werden. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, warum man in dieser Situation über ein Einwanderungsgesetz spricht, was in der politischen Folge haben wird, dass wir die große Zuwanderung nach Deutschland ohnehin weiter ausweiten werden, zumal es heute so viele Möglichkeiten gibt, für Drittstaatsangehörige auf den deutschen Arbeitsmarkt zu kommen, wie zu keiner Zeit. Und wir dürfen, Beispiel Forderung Punktesystem, nie den Zusammenhang auflösen zwischen Zuwanderung und dem Nachweis eines Arbeitsplatzes. Die Menschen müssen in der Lage sein, ihren Lebensunterhalt durch eigene Hände Arbeit zu verdienen. Sonst werden wir tatsächlich eines Tages überfordert. Ja, Wolfgang Bosbach hat das Problem ja hier noch einmal komplex zusammengefasst. Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist übrigens hier vor einer Minute erschienen, hat vor den Kameras nichts gesagt, das war auch nicht zu erwarten, und ist zunächst einmal in den Ausschuss gegangen, um dort die Abgeordneten über verschiedene Fragenkomplexe zu informieren. Wir haben gehört, er hat sich knapp 2 Stunden Zeit mitgebracht. Dann wird das Ganze ja auch schon wieder zu Ende gegangen sein. Von den anderen Fraktionen hat sich bisher hier noch keiner geäußert. Das wird sicherlich auch noch folgen. Die Sitzung fängt aber in diesen Sekunden hier an. Und wir dürfen gespannt sein, ob danach Ergebnisse zu verkünden sind. Ich glaube, dass es eher Absichtserklärungen sind. Und wir haben ja gerade auch Wolfgang Bosbach phasenweise gehört. Dieses Thema eignet sich im Grunde genommen nicht für parteipolitisches Gezänk, wenn gleich ich auch schon häufiger darauf hingewiesen habe, dass die Große Koalition vor dem Problem steht, dass man am 31. März wichtige Landtagswahlen in Deutschland hat, wo man sich voneinander natürlich abgrenzen muss. Und auch die Großkoalitionäre, das werden Sie erleben, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, werden sicherlich versuchen, verschiedene Positionen einzunehmen, damit der Bürger sich seine Meinung machen kann und das Kreuzchen an der Stelle, wo er glaubt, dass er besser aufgehoben sei. In dieser Frage Flüchtlinge jedenfalls war die SPD viel schneller. Sigmar Gabriel rechtzeitig vor Ort, hat das Thema aufgenommen. Aber wenn Sie heute in die internationalen Zeitungen vor allen Dingen gucken, dann bekommt einzig und allein die Bundeskanzlerin das große Lob. Nicht nur bei dem linksliberalen Guardian, zum Beispiel in England wird sie gelobt, sondern auch in französischen Zeitungen, in spanischen Zeitungen. Also das ist für die SPD sicherlich unbefriedigend. Und damit zurück zu Klaus Weidmann. Vielen Dank, Gerd-Joachim von Fallois.